Wer im Netz etwas finden möchte, greift auf eine der vorhandenen Suchmaschinen zurück, die in vielen Fällen gleich als Startseite angelegt werden. Da die meisten Browser bereits eine integrierte Suchfunktion anbieten, kann man eigentlich auf das Öffnen einer separaten Seite verzichten. So bietet die Adressleiste von Google Chrome nicht nur die Möglichkeit, um Webseiten aufzurufen, sondern kann auch für Suchanfragen genutzt werden. Dafür gibt man in die sogenannte Omnibox einfach die ausgewählten Wörter ein und schon präsentiert der Browser die Ergebnisse. Standardmäßig ist bei Chrome natürlich Google als Suchmaschine eingestellt. Man hat aber die Möglichkeit, einen anderen Anbieter auszuwählen. In der Liste findet man als Alternative bereits Bing, Yahoo und Ask. Wer möchte, kann natürlich auch eine eigene Suchmaschine wie zum Beispiel DuckDuckGo hinzufügen. Zwar besteht die Möglichkeit, die Suchmaschine manuell einzutragen, aber es funktioniert schneller und komfortabler, wenn man sie einfach in einem neuen Tab öffnet. Dann wird sie automatisch der Liste hinzugefügt und man kann sie als Standard definieren. Von nun an nutzt Google Chrome DuckDuckGo als Suchmaschine, die einige nützliche Funktionen bietet. So kann man mithilfe von Shortcuts direkt nach Bildern suchen oder lässt sich die aktuellen News zum eingegebenen Suchwort anzeigen. Wer möchte, kann zusätzlich Instant Search aktivieren. Falls die ausgesuchte Suchmaschine diese Funktion unterstützt, werden bereits während der Eingabe erste Treffer angezeigt. Wie bereits am Anfang erwähnt, kann man eine Suchmaschine natürlich auch als Startseite festlegen. Chrome bietet dafür sogar mehrere Varianten. Zum einen kann man einen Anbieter festlegen, dessen Webseite beim Start angezeigt werden soll. Und zum anderen kann man für die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste eine alternative Suchmaschine auswählen. Dank der vorhandenen Optionen können so unterschiedliche Suchmaschinen angelegt werden, die nach wenigen Klicks zur Verfügung stehen.